Er schreibt die Tennisgeschichte immer wieder neu. Was ihm gelingt, hat vor ihm noch keiner geschafft. Roger Federer. Seine Sammlung an Titeln ist einzigartig. Das ist wirklich ein Wahnsinnsgefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Er ist Olympiasieger, gewinnt 17 Grand-Slam-Titel und 76 Turniere. Ein Meister seines Fachs. Der Beste aller Zeiten. Roger Federer ist eigentlich der Grösste von allen. Ich glaube, da kann man da genügend die Worte gar nicht. Der Roger ist natürlich eine Weltsensation. Das kann man nicht anders sagen. Das hätte man nie denken können, dass ein Schweizer könnte der beste Tennisspieler aller Zeiten werden, was er ist. Über 70 Turniere gewonnen in seiner ganzen Karriere. Ich bin sicher, es kommen noch einige dazu. Ich glaube, so einen werden wir schlicht einfach nie mehr haben. Und dann ist er dazu auch noch anständig, noch nahbar, noch gut mit den Medien. Was wollen wir mehr? Roger Federer ganz anders. Beinahe schon vergessen, seine Ausraster zu Beginn seiner Karriere. Frustbewältigung eines Meisters, der sich noch nicht ganz gefunden hat. Damals ist die Nummer 1 noch ganz weit weg, das Talent jedoch schon vorhanden. Als Sechsjähriger haut er seinen Gegnern die Bälle um die Ohren. Mit dem Junioren-Wimbledon-Sieg 1998 lanciert er seine beispiellose Tenniskarriere. Und spielt bald schon so, als hätte er diese Sportart selbst erfunden. Es ist meistens immer der Wimbledon-Sieg, der für mich hervorsteht. Und es ist meistens auch das Finale, das dann schlussendlich in Erinnerung bleibt. Diesen Sommer. Der 7. Wimbledon-Sieg und mit 31 wieder die Weltnummer 1. Der König auf seinem Tennisthron. Ja, Roger Federer mit Sicherheit der beste, berühmteste, erfolgreichste Schweizer Einzelsportler, den wir gehabt haben, den wir immer noch haben. Er fasziniert mich einfach so. Ich würde am liebsten mal in seine Gedanken hineinschauen, was dort abgeht, wie er sich immer neu motivieren kann, wie er sich einfach mental auf die Spiele vorbereiten kann, wie er aus den unmöglichsten Situationen wieder rauskommt, wie er irgendwie sein Familienleben und den Sport unter einen Hut bringt. Es gibt so unzählige Sachen, die ich bei ihm abschauen würde. Seit über 12 Jahren rührt er uns mit seinen Emotionen. Roger Federers Erfolge machen uns stolz. Er ist zweifellos der Größte seines Fachs. Eine lebende Legende.